Das wird geisteskrank. Das wird, also das wird. Denkst du, die anderen werden deine Maps versuchen? Ich denke, jemand wird es bestimmt versuchen von den Jungs. Aber ich sage, es wird sie keiner schaffen. Glaubst du, es ist zu schwer für eine Bruch-Challenge? Ja. Ja, ja. Die könnten theoretisch sagen, ja, pff, 30 Stunden Stream, Bruch-Challenge, nur die Map. Okay, let's go. Ich konnte mir das nicht entgehen, Freunde. Ich konnte mir das nicht entgehen lassen. Ich sag's euch, wie es ist. Es war einfach wieder zu köstlich. Wir schalten mal kurz rüber. Ja, wir schalten kurz nach Berlin. Warte, das ist nicht Berlin. Das ist immer noch Hessen hier. Das ist Berlin. Oh, ja, schalten wir rüber. Freunde, es ist so geil. Ich bin ein bisschen später live, weil ich mir ein bisschen angeguckt habe, was die Jungs hier machen. Bruder. Und diese Win-Challenge hier unten ist so respektlos. Die es nicht mitbekommen haben, Alter. Geisteskrank. Die machen eine ultimative Win-Challenge, die irgendwie wahrscheinlich 2-3 Tage dauern wird, weil die so krass ist, so viel beinhaltet. Bro, und die machen mit Abstand einer der schlimmsten Challenges und sagen, hey, wir machen ein Back-for-Back in Valorant. Bedeutet, Back-for-Back bedeutet viermal hintereinander gewinnen, ohne Lose dazwischen. Sonst nicht durch, sonst wieder von neu anfangen, ne? Viermal in a row. Und die Jungs gehen da rein, sind seit 4 Stunden in der Challenge. 4 Stunden, ja? Sind in der Challenge, jetzt geben sie auf. Niederlage, ja! Auf jeden Fall sind die seit 4 Stunden dabei und die hatten ihren Back-for-Back-Try. Das heißt, die haben gewonnen, gewonnen, gewonnen und dann beim allerletzten Game, ne? Beim allerletzten Game, was sie hätten gewinnen müssen und dann hätten die das geschafft, wäre das statt ein 45-Stunden-Stream ein 35-Stunden-Stream geworden. Die hätten wahrscheinlich 10 Stunden gespart, weil das so krass ist, ne? Ein Velo Back-for-Back zu holen. Und die Jungs führen irgendwie 10-5 oder sowas, 10-4, also irgendwas so, also so weit vorne, dass es eigentlich safe war, dass die gewinnen. Und die Jungs, also ein Troll nach dem anderen. Zane geht auf Leute mit Messer los, Eli kommt die Ferrando-Bestellung oder sowas rein, der ist 2 Runden AFK und die verlieren das Game 13-11. Die verlieren 13-11. Bro, das ist geisteskrank. Das ist geisteskrank. Das heißt, die 4 Stunden nichts. Die haben gar nichts. Das Ding ist over. So, und jetzt fangen die wieder von neu an und gehen nochmal in Valorant rein. Bro, also 4 Runden allein in Valorant zu gewinnen sind, selbst wenn du alles gewinnst, mindestens 2 Stunden, 2,5. Mindestens. Ja? Selbst wenn du alles gewinnst. Und das ist geisteskrank. Das ist geisteskrank. Hier werden wir auf jeden Fall immer wieder mal in die Bruchparty gehen, aber... Wir haben heute selbst einen kleinen Bruch am Start. Heute haben wir selbst einen persönlichen Bruch. Ein persönliches Schicksal, was wir annehmen müssen. Und das ist nicht der Fall Guys Guy, der ich bin. Sondern das ist rechts daneben Malenia Blade of Mikela. Dieses Stück, für die es gestern nicht mitbekommen haben, werden wahrscheinlich die meisten haben. Weil wir bis um 2:30 oder so noch live. Aber auf dem Wochenende haben fast alle mitbekommen. Haben wir sie fertiggestellt. Diese Map ist durch. Aber es reicht natürlich nicht, eine Map zu machen, denn eine Map machen kann jeder, ist piss easy. Du musst sie auch noch schaffen, ne? Denn wenn du sie nicht schaffst, diese Map, dann wird sie nicht veröffentlicht und dann kann sie auch keiner spielen, ne? Ist ja auch logisch. Du kannst sie nicht einfach irgendwelche Hardcore-Maps veröffentlichen und dann sagen, ja, mach mal. Nee, man muss sie auch wirklich selbst schaffen, sonst ist er nicht durch. Wie ihr oben rechts sehen könnt, vom Budget ist alles aufgebraucht. 1000 von 1000, das heißt, die Map ist maximal. Ich kann keinen einzigen Block mehr setzen, weil dein Budget reicht dafür nicht aus. Und ich glaube, das ist die Hölle. Und ich denke, es wird Stunden dauern, bis ich die meister und schaffe. Also diese Map ist krass. Wir haben gestern mal einen Try gemacht und der war sehr gut. Ich habe 10 Minuten, einen 10-Minuten-Timer eingestellt. Das ist der Maximum-Timer, den man für eine Map haben kann. Also letzte war ja 4 Minuten zum Beispiel. Dieser hat 10 Minuten Zeit, um diese Map zu meistern. Was schon sehr krass ist, der auch großzügig ist. Auch wenn man die Map theoretisch in, lass mich nicht lügen, 60, 1, 42, 250. Auch wenn man die Map, wenn man sie speedrun in 4 Minuten schaffen könnte. Also wenn ich jetzt alles First Try hier durchlaufe, schafft man die Map in maybe 4 Minuten. 3, 4 Minuten. Aber trotzdem hat man 10 Minuten Zeitspanne. Wird trotzdem geisteskrank reinbrechen, ne? Es ist insane. So, gestern der allererste Versuch, die Map zu veröffentlichen. Auf dem 10-Minuten-Timer bin ich hier hingekommen. Zack, zack. Erster Checkpoint. Bin dann hier rüber. Zweiter Checkpoint sogar erreicht. Danach gibt es nur noch einen. Also es gibt insgesamt 3 Checkpoints. 4 Phasen. Das ist der zweite Checkpoint, den ich erreicht habe. Und dann ist einfach lustigerweise passiert, dass ich in die Todeszone gefallen bin. Dann fällt man in eins dieser Löcher hier. Also die Jumps hier sind nicht wirklich schwer. Aber fällt man in eins dieser Löcher hier, ist das Spiel vorbei. Also, dann bist du raus. Dann bleibt dir nichts anderes übrig, außer die Map zu quitten. Deswegen lieber hier mal extra Vorsicht, denn die Jumps sind wirklich nicht schwer, aber man muss sehr aufpassen, weil fällt man da einmal rein, ist Game Over, wie gesagt. Ja, weil es gibt keine Möglichkeit, hier rauszukommen, wenn man einmal reinfällt. Das heißt, dir bleibt nichts anderes übrig, außer die Map zu verlassen. Ja?
Also diese Phase 3 ist eine geisteskrank schwere Phase und gefährliche Phase. Auch wenn das hier noch ziemlich leicht ist. Und das hier jetzt auch nicht zwingend schlimm ist. Den Clock Tower nenne ich ihn. Ne? Ja, das sind so Uhrwerke, die man so hochjumpen muss. Ja, die sind auch machbar, die sind definitiv möglich, die sind nicht so schwer. Aber das ist ja immer noch immer innerhalb eines Checkpoints. Dann hier die Wolken, die so ein bisschen scuffed sind. Kann man aber auch schaffen. Trotzdem wird hier der ein oder andere auf jeden Fall gebrochen werden bei den Wolken. Guck mal, ich wäre jetzt auch schwer gestorben, ne? Dann wird es nicht angenehmer. Hier gibt es nämlich ein paar Ventilator-Jumps, die auch nicht gerade sehr leicht sind, wie man sieht. Und danach kommt der ultimative Bruch. Denn ich habe in dieser Map nichts dem Zufall überlassen. Gar nichts, okay? Nichts. Also hier gibt es keine random Sprünge. Keine Randomness an sich. Aber was es gibt... Boah, das wäre auch schon geisteskrank. Was es gibt, ist ein 50-50. Ich habe ein 50-50 eingebaut, der dich in die Hölle schickt, wenn du den verlierst. Und der kommt gleich nach diesem Ventilator-Jump hier. Mal gucken, ob ich den mal schaffe hier. Jawohl. So, und das ist der 50-50. Diesen einen 50-50 habe ich eingebaut. 50-50 ist ein Coinflip, also ein Münzwurf, ob du gewinnst oder nicht. Ist, tja, das ist dein Problem, ne? Das ist nicht beeinflussbar. Und zwar ist unten der zweite Checkpoint. Also wenn man da runterfällt, dann fängt man auch da wieder an zu spielen. Was sehr diabolisch ist. Sehr, sehr, sehr böse. Weil sozusagen der ganze Checkpoint, der muss nochmal gespielt werden. Und der ganze Wolkenweg da oben muss auch nochmal gegangen werden, ne? Und dann kostet es dich auch circa 3 Minuten, ne? Also das ist ganz, ganz, ganz furchtbar. So, deswegen willst du da nicht runterfallen. Und was macht man dann hier? Hier sind zwei Türen. Zack, falsche Tür gefallen. Alten Checkpoint genommen. Und dann ist man wieder bei Phase 2. Was schon sehr krass ist. Ne? Es gibt keine Randomness auf der Map, aber diese eine Diabolik habe ich mir nicht nehmen lassen. Dieses pure Böse habe ich mir nicht nehmen lassen. Also einen Random-Faktor gibt es auf der Map und das ist der. Wenn du hier diesen Jump verkackst, dann ist over. Ich glaube aber, es ist möglich, den Random-Faktor irgendwie zu schaffen. Ich habe es aber bis jetzt noch nicht geschafft. Und zwar, wenn man hier irgendwie mit dem Ventilator... maybe so hoch fliegt, dass man auf die Kante da oben kommt, weil dann müsste man die Jumps nicht machen. Dann müsste man den Jump nicht machen. Wenn das jemand schafft, dann gönne ich es ihm auch. Den Jump. Aber das zu riskieren, wird ja ein Spaß, ne? Vielleicht, wenn man länger drauf bleibt. Probieren wir mal noch ein bisschen rum. Sollte man den schaffen, dann geht hier Phase 4 los. Das ist die letzte vom Ziel. Und die ist auch schon sehr abgefuckt, muss ich sagen, ne? Pixel-Perfect-Jumps sind hier wichtig und ab hier wird dann auch die Zeit laufen, ne? Das heißt, du wirst hier deutlich eher Fehler machen. Also angenehm wird das nicht. Oh mein Gott. Also diese Map ist das pure Böse, Chat. Ich weiß nicht, ob ich sie selbst schaffen werde. Ich sag's wie euch, wie es ist. Ich gebe mein Bestes, dass das lange Streams werden. Das wird geisteskrank. Das wird... Denkst du, die anderen werden deine Maps versuchen? Ich denke, jemand wird es bestimmt versuchen von den Jungs. Aber ich sage, es wird sie keiner schaffen. Und ich bin der Map-Hersteller. Ich bin der Map-Hersteller, das heißt, ich bin der Beste auf der Map, weil ich jeden Job unendlich oft trainieren kann. Oh mein Gott, stell mal vor, das passiert dir. Ach du Scheiße. Glaubst du, es ist zu schwer für eine Bruch-Challenge? Ja. Ja, ja. Die könnten theoretisch sagen, ja, pff, 30 Stunden Stream, Bruch-Challenge, nur die Map. Und selbst dann würde ich sagen, mutig. Sehr mutig. Kämpf! Ja! Nein! Oh. Nein! Oh! Ah, hat er. Sei frei! Hat er nicht! Er hat's nicht bekommen! Er hat's nicht bekommen! Und dann liegt Mickey am Boden! Ich hab den Status verliebt von meiner Map. Ich sollte X-Rod Bad heißen auf Twitch. Ja! Es ist... Ich schau mal. Das ist geisteskrank, Digga. Roll wieder rein. Es war so gut. Du. 8 Minuten sogar echt realistisch. Ja, ich hatte echt viel Zeit, ne? Aber ihr müsst euch vorstellen, ich kann halt auch jeden Jump, ne? Für jemand anderen, der die Map dann spielt und nicht die Jumps alle kann, Bro, sind 8 Minuten viel zu wenig. Huh.
Eli wird die Map nicht machen. Also glaube ich nicht. Ich habe ihn zwar noch nicht gefragt, er hat auch noch nichts gesagt, aber... Er wurde 15 Stunden von meiner leichten Map gefickt. Also 15 Stunden. Das hier ist halt... Das ist halt 10-mal schwerer als meine Map. Meine erste. Ach, ich hätte hechten sollen. Ich warum hechte ich da nicht? Komm schon, Baby. Heute veröffentlichen wir Maro. Ich hasse es, wenn er diesen besoffenen Jump macht, wofür man nichts kann. Guck, gerade geächtet. Kein Sinn. Das passiert auch hier ganz oft. Aber da dachte ich, okay, das liegt daran, weil hier die... Guck, schon wieder, der hat einen besoffenen Jump gemacht. Er ist nicht gerade geächtet. Jetzt schon. Ist das Gaft, Alter. Sicher machen. Oh mein Gott. Sehr gut. Sauber. Sauber gehechtet auch einfach. Ja, Macher. 9 Minuten Zeit. Komm. Besser wird's nicht. Heute Abend nicht mehr. Die Konzentration ist nämlich nachlangsam. Das Licht blendet. Maro! Maro! Maro-Bohne! Maro-Bohne auch mal die Wolken überstanden. Und jetzt mal unsterblich werden, komm. Lass es doch mal den Try jetzt sein. Komm, einmal. Ja, ja, ja. Ach, dann besser wird's echt nie wieder. Nie, nie, niemals. Jetzt haben wir den 50-50 überlebt. Also, wenn nicht jetzt, wann soll ich's denn schaffen? Das war so gut. Werde unsterblich! Unsterblichkeit! Unsterblichkeit! In Rekordzeit! Ich glaube sogar Flawless! Unsterblich! Der Erfolgreich Sky! Und da ist sie! Malenia! Blade of Mikela! Ja! Die Map ist da! Die Map ist da, Chat! Die Map ist öffentlich. Die Map ist öffentlich und Insta-Story mit dem Chat wichtig. Viel Spaß hier, ihr seid dran jetzt. Jetzt seid ihr dran. Und sagt mir bitte, bitte sagt mir, wie lange ihr am ersten Sprung verzweifelt. Bitte, bitte, bitte. Ich brauche die Tränen. Ich brauche die Tränen von euch. Und jetzt habe ich mir mein Essen auch verdient.